Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Sam & Max Episode 1. So, wir haben jetzt hier diesen wunderschönen Trenngasgranatwerfer. Hey, meine Brille beschlägt ja total. Lass das. Oh. Max, wir können auch den Fuchs. Den interessiert das nicht. Und. Ja. Müssen wir hier? Hey, das war witzig. Ja, das war's in der Tat. Na du? Ach, Sibyl. Ja? Die andere Sibyl. Was ist das? Keine Angst. Tut gar nicht weh. Aber heulen musst du trotzdem. Ja, das schon. So, da du jetzt nichts mehr siehst. Bitte, Sam, lass mich mal. So, Glubschi, was jetzt kommt, tut uns viel mehr weh als dir. War nur ein Witz. Es tut eindeutig dir mehr weh. Träum süß, Glubsch. Ich sehe alles. Oh Mann, das war klasse. Das war klasse. Moment, halt mal. Mein schurkischer Plan ist in Gefahr. Aber zum Glück habe ich ja noch die anderen beiden Knalltüten. Das war's immer noch nicht ganz. Saubere Arbeit, ihr zwei. Ich kann versuchen, ihn aus der Hypnose zu wecken. Übernimm die Kontrolle über deinen Geist. Ich glaube nicht, dass er dich hört. Klar tut er das. Er ist bewusstlos, nicht tot. Unwichtiges Detail. Besiege den Eindringling in deinen Träumen. Übernimm die Kontrolle. Was? Hey, wie komme ich hierher? Was ist denn los? Sibyl? Ich heiße nicht Sibyl. Ich heiße Glubschi. Puh, ja, das stimmt. Bist du okay? Wie fühlst du dich? Ich hab ein bisschen Kopfweh. Ich hab was total Verrücktes geträumt. Und da war jemand Ungewöhnliches in deinem Traum, nicht wahr? Ja, Brady Culture war da. Er hat mir dauernd gesagt, dass ich irgendwelche Sachen tun soll. Aha. Ich wusste es. Der Schuft hat dich hypnotisiert, seinen unsäglichen Willen zu tun. Was ist das Letzte, woran du dich erinnern kannst? Ich erinnere mich, dass ich in Brady Cultures Heim für ehemalige Kinderstars eingecheckt habe. Der hat seine eigene Klapsmühle? Wow, den müssen wir kennenlernen. Wo finden wir dieses Heim für ehemalige Kinderstars? Oh, das ist wirklich geheim. Das darf niemand finden. Das wäre ein absoluter Skandal. Aber wir müssen es finden, um diesen Wahnsinn zu stoppen. Sozusagen. Ich würde ja gerne helfen, aber ich weiß nicht mehr, wo es ist. Aber meine Brüder vielleicht. Sie waren ja dabei. Hey, ich hab doch nichts wirklich Peinliches getan, oder? Nichts, was sich mit einem simplen Exorzismus nicht beheben ließe. Auweia! Aber das ist Thema. Ja, oh, ist er auch. Woher willst du das wissen? Du hast doch gar kein Tattoo. Hab ich nicht. Fragst halt, wo du ein Tattoo hast. Aber gut, dann schauen wir uns mal die anderen. Mit wem fangen wir denn mal an? Ah, wir können nochmal zu Besk gehen. Ich habe mal übrigens nachgeschaut, tatsächlich sind die Synchronstimmen, also auch von Sam, sind wieder die gleichen vom wie beim Originalspiel. Beim ersten Teil. Ja, und wie gesagt, die anderen Synchronsprecher sind auch relativ bekannt. Hier Besko zum Beispiel. Er hat unter anderem Handsome Jack oder Jim Rayner gesprochen. In der jeweils deutschen Version. So, schnappen wir uns den? Ja, wir schnappen uns den erstmal. Was machen wir denn jetzt wegen Strulli und seines umgekehrten Ladendiebstahls? Schmutzige Gewalt ist eine meiner Lieblingstechniken. Bosco hat eine Menge interessanter, wenn auch fragwürdiger Dinge hier. Ich glaube, das ist der einzige Laden in der ganzen Stadt, wo es diese Albino-Affen-Cracker gibt, nach denen ich seit Borneo süchtig bin. Riechst du das auch? Riecht wie die Füße von 500 Verdammten.
Da liegt eine undichte Flasche Sprühfleisch in einem der Regale. Aha, ich wusste doch, dass ich den Geruch kenne. Pass auf, dass du nichts anzündest, während wir hier sind. Kann ich nicht versprechen. Dann will ich dich mal nicht weiter beim Einkauf stören. Oder was du sonst so getrieben hast. Manchmal fragt man besser nicht. Das stimmt. Schnapp jetzt mal diesen Käse. Weißt du, immerhin ist er im Angebot. Und wir haben gefährlich wenig zu Hause. Ja, bei den Ratten würde ich mir auch Sorgen machen. Öffentliche Toiletten, unheilige Tempel alles Unhygienischen. Ich würde da nicht mal sämtlichen Tee Indiens ins Eck stellen. Ich schon. Oh. Auszeit für Nummer 1. Ich fürchte, du hast seine Schleusen geöffnet. Ich hoffe, er genießt es genauso wie ich. Ja, wahrscheinlich. Wir genießen es allerdings mal, dem ein bisschen Käse unterzujubeln. So, bitteschön. Wenn du jemanden wirklich liebst, schenk ihm Käse. Oh, ich kann's kaum erwarten, sein Gesicht zu sehen. Was zum... Auszeit für Nummer 1. Wir sind gerettet. Ich find's viel unterhaltsamer, wenn's nicht mir passiert. Ich find's in jedem Fall unterhaltsam. Oh, er hat sich in die Hosen gemacht. Typisch, wirklich typisch. Obwohl, halt, mein schurkischer Plan ist in Gefahr. Wer wagt es, sich mir zu widersetzen? Hey, das war gar nicht übel. Besser, besser. Hey, wollt ihr den einfach hier lassen? Ich glaube, wir schnappen den mal und bringen den zur... Madame. Übernimm die Kontrolle über deinen Geist. Und? Wirkt's? Ich weiß nicht. Besiege den Eindringling in deinen Träumen. Jetzt hör auf mit dem Quatsch, Riesenbaby. Was ist los? Wo ist das Klo? Er ist aufgewacht. Schnell, gacker wie ein Huhn. Nein. Sag uns, wo wir Brady Cultures Heim für ehemalige Kinderstars finden. Wir müssen den Schuft davon abhalten, noch mehr Leute zu hypnotisieren. Das Heim? Es ist Haus Nummer 227 in der... Dings da. Brilli weiß sicher die Straße. Der ist unser Navigator. Kannst du uns hinbringen? Um Himmels Willen, nein. Ich brauche eine kleine Auszeit für Nummer 1. Das hilft uns echt weiter. Ja. Und er hat mir gesagt, dann kriegen wir das hin, dann... Andere weisen halt nur die Straße. Sehr schön. Wie kriegen wir dich denn da weg? Ach ja, genau. Der Spraydose. So, dann schauen wir mal. Wo geht's hin, Sam? Erstmal noch nirgends. Nirgends. Egal. Genau. Ich würde nämlich gerne mal hier hin. Oder war das hier? Müssen wir an das Graffiti. Das ist wahrscheinlich hier irgendwo auf der. Ah ja, genau, da ist es. Immer so schlecht, wenn man da dran vorbeiläuft. Genau, da wollten wir einmal hin. Also müssen wir jetzt erstmal hin. Und wir schöner da das mal ein bisschen. Noch ein bisschen was dran verbessern. Genau. Hey, alles versaut, Mann! Oh, jetzt muss ich doch alles neu machen, Hirnfrosti! Ich finde das irgendwie viel schöner. Jetzt haben wir Möglichkeit, hier ein bisschen eine Kuh
Kugel fallen zu lassen. Die wären beide halt zu schnell gewesen, um sie so auszuschalten. Kannst du glauben, dass wir dafür auch noch bezahlt werden? Ich liebe dieses Land. Mann, jetzt hab ich's versaut. Also das nenne ich Qualitätsfernsehen. Augenblick mal. Mein schurkischer Plan ist durchkreuzt. Der Hund und das Häschen werden den Tag bereuen, an dem sie mich erzürnt haben. Bereuen werden sie es, sage ich. Ich denke, jetzt haben wir deine Arbeit lang genug bewundert. Vielleicht noch ein kleines Sekündchen? Okay, gehen wir. Naja, wecken wir den mal noch auf. Dann sollten wir eigentlich mal erfahren, wer dafür verantwortlich ist, oder? Übernimm die Kontrolle über deinen Geist. Besiege den Eindringling in deinen Träumen. Gut gemacht, Sam. Du bist ein Naturtalent. Wo bin ich? Wer sind Sie? Keine Angst. Freelance Police. Polizei! Oh nein! Schnell, dem Limolauser hinterher. Okay. Sam, er entkommt uns. Naja. Pass auf. Oh. Eigentlich sind das relativ viele Kisten. Ich glaube, leider ist nicht so wirklich gut. Es wird. Übernimm mal das Steuerteil. Mit Vergnügen. So. Mehr? Hab ihn. Ja! Nicht schießen! Abgesehen davon, dass wir gerade deinen Truck voll Blei gepumpt haben, was macht dich glauben, dass wir auf dich schießen würden? Den offensichtlichen sportlichen Reiz mal außer Acht gelassen. Es ist nur, in den Nachrichten sieht man doch ständig, wie Leute die Hucke voll kriegen, bloß weil sie mal Kinderstars waren. Wir würden nicht den Traum daran denken, ehemaligen Kindersternchen weh zu tun. Wir müssen nur das Heim finden, wo Brady Culture sie untergebracht hat. Oh, warum haben Sie das nicht gleich gesagt? Es ist gleich da drüben, auf der anderen Straßenseite. Ach, du hüpfender Elefantenfloh. Das trifft sich ja ausgezeichnet. Danke. Weiß zufällig jemand, wie man einen Reifen wechselt? Ach, der Maulwurf. Sehr schön. Sieht aus wie ein ziemlicher Halunke. Tun Sie das nicht alle? Ja, irgendwie ja schon. Ausgang? Formulare? Hier soll man vermutlich das Anmeldeformular reinstecken. Mhm. Ja, da haben wir eins. Unangenehm, der Affe. Erinnert mich an einen Job, den ich mal hatte. Du warst ein Affe? Im Wesentlichen. Ja, wahrscheinlich. Abgeschlossen. Die Kraft des Ibo. Brauche ich nicht, ich kann schon Chibo. Das ist natürlich auch schön. Diese Woche das künstliche Persönlichkeitssyndrom. Ah, ein für Stars, okay. Sieht nicht besonders geheim aus, oder? So, was haben wir denn mit dem Formular? Hier heißt es, die behandeln nur Patienten mit etwas, das sich das künstliche Persönlichkeitssyndrom nennt. Klingt lecker, was ist denn drin? Scheint wohl häufig bei ehemaligen Kindersternchen vorzukommen. Zu den Symptomen gehören, mal sehen, Obsession mit Berühmtheit, gewalttätige Reaktionen auf Zahnmedizin, sowie unterbewusster Wunsch, die Mutter zu heiraten. In der Tat.
Du weißt nicht einmal, was das heißt, nicht wahr? Nein, aber es klingt ungeheuer gebildet. Ja, das auch. So. Vielleicht sollte ich damit lieber zum Spezialisten. Ah ja, dann machen wir das doch mal. Wo geht's hin, Sam? Zurück ins Büro. So, das ist ja ganz gut, dass jeder jetzt mittlerweile, oder ja gerade eine Psychotherapeutin kennengelernt haben. So, meine Liebe, was hältst du denn davon? Denkst du, ich habe das künstliche Persönlichkeitssyndrom? Interessant. Zu den Symptomen gehört, mal schauen, Obsession mit Berühmtheit, gewalttätige Reaktionen auf Zahnmedizin sowie unterbewusster Wunsch, die Mutter zu heiraten. Hey, ich weiß was. Ich könnte dich analysieren. Tut das weh? Nur, wenn wir es richtig machen. Wir können unterschiedliche Sachen probieren. Wir können ein paar Tintenkleckse anschauen oder wir versuchen freie Assoziationen. Ich könnte deine Träume deuten. Wie funktionieren denn diese Tintenkleckse? Und dürfen wir die selber machen? Ganz einfach. Ich zeig dir ein paar Bilder und du sagst mir, was du siehst. Deine Antworten enthüllen dann sowas wie Obsessionen oder Obsessionen. Schau dir das an und sag mir, was du siehst. So, was haben wir denn da? Ochsen? Ja, wie gesagt, dann gucken wir, dass wir halt dann da irgendwas finden, was halt auf einen der Obsessionen zutrifft. Susan Lucci mit einem Emmy Award. Verstehe. Schön. Und was ist mit dem hier? Das Valentinstag-Massaker. Und das? So, fahrendes Eichhörnchen. Ja. Kodierte Liebesbriefe von Außerirdischen. Liebesbriefe von Aliens. Interessant. Jetzt das hier. Was siehst du? Elefanten in der New Yorker Börse. Und das da? So, meine Blitzaugen. Ein Orang-Utan, der versucht, aus dem Kofferraum eines DeSotos zu fliehen. Deine Antworten ergeben irgendwie kein sehr klares Bild. Ich kann daraus nicht viel ersehen, sorry. Danke, Doktor. Denkst du, ich habe das künstliche Persönlichkeitssyndrom? Schon möglich, aber Leute mit KPS sind ganz besessen davon, berühmt sein zu wollen. Mhm. Wie ist es mit der freien Assoziation machen? Wie funktioniert freie Assoziation? Da wird getestet, wie du auf Dinge in deinem Leben reagierst. Ich sag ein Wort und dann sagst oder tust du das Erste, was dir in den Sinn kommt. Samba tanzen, das Alphabet hersagen, so laut schreien, wie ich kann, sowas in der Art? Interessant. Haben wir schon angefangen? Nein, aber jetzt geht's los. Bereit? Ist das das Wort? Nein, das Wort ist Steppenhexe. Erinnert mich an eine Katze, die ich mal hatte. Triggerwort weckt Erinnerung an eine Katze. Nein, der Fuchs. Weckt Erinnerung an einen Fuchs. Nein, der Fuchs. Ach, vergiss es. Lässt Patienten Füchse vergessen. Eventuell Alzheimer. Jetzt das hier. Krone. Sagt einfach, was euch in den Sinn kommt. Oh, das Tiki. Relikt aus vergangenen Tagen, als man jeden billigen Müll verkaufen konnte, ohne dafür eine erfolgreiche Kinder-TV-Show zu brauchen. Patient zeigt Anzeichen von ironischem Nostalgiekomplex. Kamm. Hautkunst. Der Patient ruft unprovoziert zum Verprügeln von Künstlern auf. Nein, ich habe das doch bloß von der Wand da abgelesen. Patient wird unfreundlich und streitsüchtig. So, das war ja sehr aufschlussreich.
Wie lautet das Urteil? Ich werde es dich wissen lassen, nach jahrelanger, irrsinnig teurer Behandlung. Was tut man nicht alles, um ortsansässige Jungunternehmerinnen zu unterstützen? Wir könnten ja Organe auf dem Schwarzmarkt verticken, um das Geld zusammenzukriegen. Solange du nicht unsere eigenen nimmst, Kleiner. Denkst du, ich habe das künstliche Persönlichkeitssyndrom? Schon möglich, aber Leute mit KPS sind für ihre gewalttätigen Reaktionen auf Zahnmedizin bekannt. Naja. Dann schauen wir mit der Traumdeutung. Kannst du aus meinen grotesken, wirren Träumen tatsächlich Rückschlüsse ziehen? Aber ja, sie enthüllen dein Unterbewusstsein. Es ist, als ob du eine Zwiebel schälst. Ach du Schande. Jetzt entspann dich einfach und versuch, dich an deinen Traum zu erinnern. Okay, geht los. Meine Träume beginnen immer im Büro. Aber diesmal war es anders. Ja, kann ich mir vorstellen. Erzähl mal, was geschah. Dann schauen wir mal. Ich merkte, dass noch jemand im Zimmer war. Oh, du hattest einen besonderen Gast. Wer war's denn? So, wen nehmen wir denn? Das war das letzte nochmal. Oh, ich sehe auch gerade, es wäre schon wieder eine Zeit. Na, dann machen wir einen Cliffhanger und machen das beim nächsten Mal weiter. alles klar, dann vielen Dank fürs Zuschauen und ich hoffe, ihr hattet Spaß, seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Und bis dahin, macht's gut und ciao, ciao.